Wir sind weitergefahren. Jo. Richtung Jubiläana. Genau. Kurze Info zu dem Stellplatz. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Keine Versorgung, keine Entsorgung, kein Strom, kein Wasser. Kein gar nichts. Kein Wi-Fi. Mülleimer haben sie hier, aber da liegt mehr draußen als drin, habe ich den Eindruck. Ja. Das ist jetzt das Unschöne. Ansonsten sehr hügeliger Platz hier. Ja, ein bisschen matschelig durch den Regen. Ja, halt. Das kannst du machen, aber du stehst krumm wie ein Flitzebogen hier. Ja, also ohne Keile wird schwierig. Ja. Aber 15 Euro und du bist Stadtnähe. Ne? Also genau. Das ist... Wir haben 3 Kilometer bis zur Stadt. Ja. Wir waren gerade im Botanischen Garten. Ich sag mal, bis zur Eisdiele im Botanischen Garten ist 1 Kilometer. Ein guter Kilometer. Schneide ich mal eben rein, wie das da aussah. Ja. Lohnt sich. Ja, genau. Kann man gut hinlaufen. So, das ist der... Das ist der Botanische Garten von Ljubljana. Mhm. Von der Universität. Von der Uni? Ich glaube ja. Wenn er das mal so liest, ne? Ich sag mal, Humboldt hat damals schon gesagt, wie wichtig die Bäume für das Klima sind, ne? So. Ja, und das war 1800 was? Ja, irgendwann. 49, irgendwie. Ja. Ja, war doch damals schon schlau. Ja, und? Hat keiner auf ihn gehört. Oder ignoriert, sagen wir es mal so. Ja. Können wir am besten weglächeln. Ist das da hinten ein riesen Gewächshaus, kann das sein? Ja. Da will ich auch rein. War klar, oder? Klar. Aber ich auch. Ist das so ein Tropengewächshaus vielleicht? Ja. Schlangen und Giraffen? Will auch haben. Hast du schon ein Gewächshaus gekriegt? Ja, wo so eins haben wollen. Ein größeres Gewächshaus. Also kostet 4 Euro Eintritt pro Person. Ja. By the way. Ja, dann gucken wir noch mal, was hier so los ist. Bezahlen? Gegenüber, auf der anderen Straßenseite an dem Restaurant. 15 Euro. Die kennen das schon. Kein ja. Problem. Da ist auch die Ljubljanska, der Fluss. Sonne ballert wie blöd. Na, also Sonne ballert nicht wie blöd. Es ist warm, es ist drückend. Es sind Wolken da, aber es ist halt eben, heute Morgen waren es 9 Grad. Jetzt also im Gegensatz zu letzter Woche ist es trocken und die warm. Die Sonne ballert. Ja, es ist heller. Aber die Sonne war schon die da. Die Sonne scheint nicht mehr in Strömen. So, heute passiert auch nicht mehr wirklich Nein. viel. Und jetzt morgen ist Stadt angesagt. Ljubljana.
Genau, da fahren wir mal mit dem Fahrrad rein, gucken uns das alles an, das Schloss vielleicht noch und dann geht's übermorgen weiter. Ja, wir wissen aber noch nicht wohin. Obwohl nee, vielleicht am Diskutieren. Die Höhle von Postonia. 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 Wissen wir noch nicht. Irgendwas machen wir. Irgendwie wird es weitergehen, weil hier bleiben wir auf Dauer nicht. Dobre dan. Ja, gerade jetzt mit dem Fahrrad von dem Stellplatz hier reingefahren. Das war ja jetzt ein Katzensprung. Ja, ne? Ja, war gut. 10 Minuten. Schön zu fahren. 2,5 Kilometer. So, und jetzt werden wir mal hier diese Stadt ein wenig unter Augenschein nehmen. Wie sagt man? Genau, genau. Wir haben jetzt die Fahrräder hier abgestellt. Da sind genau. Die Bögen, da kann man die gut abstellen. Gerade schon so einen kleinen Kreativmarkt gehabt. Jo. Und hier scheint ein bisschen was los zu sein. Das war aber auch der Plan. Heute ist Samstag. Ja. Heute wollen wir ein bisschen mal ins Leben rein. Genau. Ja gut, dann gucken wir mal. Ihr kommt mit? Nee, ich glaube, das ist eine ganz schöne Stadt. Wir werden es gleich sehen. Auch geil. Ljubljana, Hauptstadt von Slowenien. Ja. Mit 280.000 Einwohnern roundabout. Auch Studentenstadt? Ljubljana, ja klar, natürlich Studentenstadt. Klar. Botanischen Garten ist doch Uni. Ach richtig. Da ist glaube ich, die Ballettschule oder was da an der Ecke. Ja, oder Musikschule, gewesen. Auf jeden Fall irgendwie sowas in dieser Richtung. Und das hier alles so ein bisschen klein Amsterdam. Ja, hier ist an der Ljubljanska ist hier ein Restaurant neben dem anderen. Die ganze Reihe durch. Und jetzt, ich glaube, da rein geht's in die Innenstadt. Hat hier einer eine Ahnung, warum das hier alles mit den Drachen? Gibt es hier irgendwie so eine Sage? Immer Dragon House. Siegfried oder so mit dem Drachen? War das nicht einer mit dem Drachen? Ja, war das hier? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin da Geschichte mangelhaft. Ich habe jetzt auch keine Lust zu googeln, ehrlich gesagt. Die Stadt ist so schon interessant genug.
Macht er da. Ljubljana, die Stadt, also mir hat sie sehr gut gefallen. Eine quirlige, lebendige, junge Stadt auch, finde ich, ne? Von den Anwohnern, Insassen, wie sagt man denn da, Einheimischen. Sehr wuselig, aber trotzdem irgendwie... Nicht wuselig. Nicht wuselig, also es war wohl voll, aber es ging, also obwohl es war heute Samstag. Ja, die bauen gerade noch auf für so ein Weinfest. Genau, die haben da wohl so ein Weinfest. Das sind 68 Stände, glaube ich. Ja. Gemischt Wein und lokale Spezialitäten, glaube ich, auch. In dem ganzen Zentrum da. Dann war noch großer Wochenmarkt. Ein Riesenwochenmarkt. Also, Respekt. Also, Ljubljana gefällt. Mhm. Schöne Stadt. Auch die ganzen Brücken hat so was klein Venedig oder was, ne? So, aber wir haben jetzt auch rausgefunden, was das mit dem Drachen auf sich hat. Ja. Nämlich? Wenn ich sage wir, meine ich Christine. Ja, früher wurde Ljubljana von so einem Drachen beherrscht, laut Aberglaube. Überlieferung. Sage. Sage, genau, laut Sage. Und Jason hat diesen Drachen getötet. Und jetzt ist aber inzwischen mittlerweile dieser Drache quasi als Wahrzeichen Beschützer dieser Stadt. So. So nämlich. Jetzt ihr. Geschichtsstunde beendet. Große Pause. Kannst du es nicht wegkriegen, wir nehmen gerade auf. Google kann helfen. Ja, also eine sehr schöne Stadt, viele kleine Brücken und so und total viel Essen oder Sitzmöglichkeiten zum Trinken, ja, zum ja. Verweilen. Was wir allerdings sehen, wir wollten dann von der Stadt aus zur Burg noch hoch. Da haben sie uns verarscht. Ja, weil ganz klar. Wir hätten, glaube ich, oben rum gemusst, dann hätten wir vielleicht mit dem Fahrrad da diesen Aufgang... Also mit Fahrrad ist das schwierig, da hochzukommen. Zu Fuß kein Thema, da kannst du da die engen Gassen hochstapfen. Ja, also in einem Bereich sind wir ja noch hochgefahren, hab ich ja gefilmt. So, und dann standen wir da oben und dann kamen 1 Milliarde Treppen. Das machst du mit so einem E-Bike jetzt auch nicht. Dann sind wir wieder runter, wollten jetzt über die Straße. Da gibt es einen Radweg wohl. Aber da, wo wir jetzt gestartet sind, oder da, wo wir standen, war... Einmal geradezu waren Fahrrad ein Zeichen, wo du nicht mit Fahrrad fahren darfst. Ja. Durch den Tunnel darfst du nicht durch den Fahrrad fahren. Ja, dann weiß ich jetzt. Und da haben wir gesagt, nö, wenn die uns nicht haben wollen, dann fahren wir eben. Dann haben wir komplett mal abgebrochen. Genau. So nämlich. Und haben auch sofort alles zusammengepackt. So geht's nämlich nicht bei uns. Nee. Und sind dann weitergefahren nach Buschteuner. Kurz entschlossen, wie wir sind. Ja, also. Das war aber jetzt auch nicht so der Grund, die Burg. Nein, wir haben jetzt gesagt, das war jetzt gut da so und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und nach Posteuna, also nach hierhin von Ljubljana, das ist 30 Minuten Autofahren. Ja. Das ist ein Klacks. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt noch, dann haben wir... Morgen mehr, ein bisschen mehr Zeit. Können wir morgen in die Höhle auch gehen. Ja. Und ja, war auch gut die Entscheidung. Wir waren, glaube ich, um 3:30 hier. Ja. Da waren jetzt noch sehr, sehr viele Plätze frei. Naja, viele nicht, aber der eine oder andere. Seite hier noch. Na, die ganze Seite. Die ganze immer mal dazwischen. Aber hier ist jetzt auch noch einer frei. Ja. Da so, vorne da, nee, da vorne ist auch noch einer frei. Also in der Zeit, also die sind jetzt 4 Leute gekommen oder 4 Fahrzeuge. Also. Ja, du hast auch nur 20 welche. Plätze hier, ne? Egal, auf jeden Fall war das schon ganz gut, weil es fühlt sich langsam. Alles richtig gemacht. Ne? Jo. Heute müssen wir noch spügeln. Für alle, die dies interessiert, werde ich aber nicht aufnehmen.
Wir haben irgendwie fluchtartig jetzt diesen anderen Platz. Wir waren ja überlegen, spülen wir oder spülen wir nicht. Ah, nee, das kostet wieder Zeit. Wer weiß, was dann da los ist. Und je später der Nachmittag, umso voller werden ja immer die Stellplätze. Und da haben wir gesagt, nein, wir verstauen jetzt alles und dann spülen wir, wenn wir hier sind. Ja, so wirklich fluchtartig. Jetzt haben wir Zeit. Also war gut so. Ja, jetzt können wir gleich so in Ruhe spülen. Ja. Und ja. Nee, so soll das sein. Und dann gucken wir mal, dass wir morgen in die Höhle kommen. Ich glaube, da muss man sich jetzt noch anmelden, online. Das weiß ich nicht, das machst du. Ja. Ja. Okay. Jetzt hat er gerade an seinem Kabel. Oder ist das unser Kabel? Nee. Ja, aber letzten Endes. Ja, ach so, kostet 25 Euro, 24 Stunden. Mit Strom. Und Wasser auch? Ja, Wasser ist ja da. Ach so, ja. So, ja, okay, die Entsorgung ist da auch, glaube ich. Ja. Grauwasser ist wohl schwierig, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ja, mit einem Eimer dann. Mit dem Eimer dann da. Aber so lange bleibt man jetzt hier auch nicht stehen, denke ich. Nee, nee. Kommst du entleert hier hin, alles gut. Ja. Jo, also, dann sehen wir uns morgen. In der Höhle vielleicht. In die Aber Höhle ich glaube, drin. In der Höhle darfst du gar nicht filmen oder was? Ne? Was? Wir? Lucky Camper, hallo? Wir haben Auftrag. Bildungsauftrag. Ja. Natürlich filme ich. Sicher das. Also, was ich jetzt gesagt habe, wir werden jetzt nicht mit der Drohne fliegen in der Höhle. Aber ansonsten. Wenn man denkt. Ich gucke. Wenn man filmen kann, filme ich selbstverständlich. Wenn man nicht filmen kann, filme ich nicht. Wir sind ja. Und zeigen wir vielleicht so ein paar Bildchen. Ja, ja. Ein paar Bildchen kann man ja wohl machen. Sicher. Kann man auch so. Machen. Bis morgen. Bis morgen.